Herzlich willkommen zu dem Tutorial Canvas mit JavaScript. Mein Name ist Frederik Weiz und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr einen linearen Gradienten auf den Bildschirm bringt, wie ihr damit etwas zeichnet. Und dazu gibt es zwei Methoden, nämlich einmal Create Linear Gradient mit vier Übergabeparametern. Was die bedeuten, das zeige ich euch noch in diesem Video. Und dann gibt es eine Methode Add Color Stop. Und damit, dies wird ein bisschen anders verwendet, das seht ihr auch gleich. Und damit übergibt man eine Farbe und der Gradient läuft von der einen zur anderen Seite und das wird angegeben mit 0 und 1. 0 ist die eine Seite, 1 ist die andere Seite und man kann eben dazwischen auch noch Werte auswählen, also man kann 0,5 oder 0,7 hier reinsetzen. Und dann wird eben an der entsprechenden Stelle, an der entsprechenden Teilung, eine weitere Farbe gesetzt. Und man kann beliebig viele Color Stops, also Farbwerte, in diesen Gradienten hineinsetzen. So, auch das zeige ich euch dann nochmal in einem Live-Beispiel. Das Ganze wird am Ende so aussehen. So, und um einen Gradienten zu erschaffen, muss ich oder auf den Bildschirm zu bringen, brauche ich vier Schritte. Zuerst muss ich mir eine Variable für einen Gradienten erschaffen. So, dann muss ich in dieser Variable, also nicht auf dem Bildschirm selbst, sondern in der Variable, den Farbfluss definieren. Das mache ich mit diesem Color Stop. Dann muss ich den Gradienten einem Farbstil zuweisen. Das ist ein Befehl, den wir schon kennen. Und dann zeichne ich etwas damit. So, also vier Schritte, um tatsächlich einen Farbfluss auf den Bildschirm zu bringen. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal hier in unserem HTML-Editor an. Und zuerst wieder habe ich das relativ leere Programm genommen, wieder mit dem Style, wo ich einfach nur den Rand definiere, dann die Canvas auf den Bildschirm gebracht und mir die grundlegenden Variablen, um darauf etwas zu zeichnen, die stehen auch schon im Skript drin. Ansonsten habe ich jetzt, damit das für euch ein bisschen übersichtlicher ist, schon mal vier Kommentare reingeschrieben, so die eben den vier Schritten entsprechen, um den Farbfluss auf den Bildschirm zu bringen. So, das erste, was wir machen, ist, dass wir uns eine Variable definieren. Die nenne ich jetzt hier LG. Das war jetzt so eine Abkürzung für Linear Gradient. So, und dieser Variable weise ich jetzt Folgendes zu. Und zwar aus dem Zeichenkontext, also aus meinem Brett, ist ja auch eine Variable, aus dem Brett heraus. Und dann Punkt create, Moment, create und dann linear gradient. Also jetzt übergebe ich x und y Werte und wenn ich hier den Wert so setze, dann macht er mir von dem auf der x-Achse bleibt er auf dem gleichen Wert. Das heißt, der zeichnet nur auf der y-Achse, also von oben nach unten, zeichnet er mir diesen Gradienten. Das heißt, ich habe einen Farbfluss von oben nach unten. So, und das kann man hier dann relativ beliebig setzen. Das schauen wir uns dann gleich noch in Beispielen an, sodass man auch einen Farbfluss von links nach rechts hat oder von rechts nach links oder auch schräg. Aber wie das genau funktioniert, das sehen wir uns dann an. So, jetzt muss ich diese Variable, die ich mir neu definiert habe, also für den Farbfluss, die muss ich jetzt auch noch Farben zuweisen. Add color stop. Und dann nehmen wir als erstes mal 0 an der Position 0 und die Farbe weiß. Und wir fügen dem Ganzen einen zweiten Color Stop zu, Add Color Stop.
und an der Position 1, das heißt auf der entgegengesetzten Seite, und wir nehmen hier ein Black. So. Damit habe ich meinen Farbverlauf definiert. Ich könnte jetzt auch noch 7 oder 10 Werte reinsetzen, aber das möchte ich jetzt gar nicht. Jetzt muss ich als nächstes dem Farbstil, also entweder dem Fill Style oder dem Stroke Style, muss ich diese Variable zuweisen. Also ich mache das, als hätte ich hier eben eine Farbe, und letzten Endes ist es ja auch eine Farbe. So, und die weise ich eben dem, entweder dem Füllwert für die Farbe oder dem Linienwert für die Farbe, weise ich das zu. Und zum Schluss muss ich etwas auf dem Bildschirm zeichnen, damit ich das auch sehe. Und da nehme ich jetzt mal ein Rechteck von der linken oberen Ecke 10, 10 und der rechten unteren Ecke 20, 20. So, und das war es im Prinzip auch schon. Und wenn ich mir das Ganze jetzt ansehe, wie das auf dem Bildschirm aussieht, dann sehe ich einen Farbverlauf von oben nach unten, von weiß nach schwarz. So. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den von links nach rechts haben, dann verändere ich einfach den Wert hier. Also ich lasse den jetzt auf der X. Achse lasse ich den sich verändern, aber auf der Y-Achse nicht. Und jetzt seht ihr, verläuft der von links nach rechts. Und wenn ich sage, ich möchte den schräg haben, dann gebe ich einfach an, dass er sowohl sich auf der X-Achse als auch auf der Y-Achse verändert. Und das, Moment, das muss ich erstmal abspeichern hier. Na komm her. So. Und jetzt läuft er eben von links oben nach rechts unten. So. Und so kann ich das verändern. Was passiert, wenn ich den Farbwert kleiner setze? Hier habe ich ja jetzt den Farbwert auf oder den, die, das Rechteck gezeichnet auf 200 und 200. Nun, ein bisschen sehen wir das schon. Ich mache das jetzt hier nochmal wieder auf 0. Ein bisschen sehen wir das schon. So richtig bei Weiß fängt er hier nicht an. So, wenn ich das noch haben möchte, dann setze ich den Anfangswert, den setze ich auf 10 und 10. Und zwar, weil ich auch das Rechteck hier unten auf 10 und 10 mit dem Anfangswert gesetzt habe. Das heißt, im Prinzip definiere ich hier oben rein ein Rechteck. So, und das Rechteck, was diesen Farbfluss enthält. Und wenn ich jetzt, ich habe schon wieder nicht abgespeichert, wenn ich jetzt mir den Farbfluss anzeigen lasse, dann läuft er tatsächlich viel besser von dem Weiß in das Schwarz hinein. Und das liegt einfach daran, dass der Farbfluss hier tatsächlich von der Position 0,0 aus geschieht und wir aber das Rechteck nur für ab 10 oder mit 10 Pixeln Abstand vom oberen und vom rechten, der rechten Ecke zeichnen. Und deshalb haben wir eben schon, waren wir so ein bisschen schon im Graubereich drin. So, das kann ich euch auch ganz gut zeigen, wenn man hier zum Beispiel nämlich das Rechteck verschiebt und sagt, ich habe jetzt hier 110 und 110 und 300 und 300. Also ich füge jetzt den ganzen Werten einfach nur mal 100 Pixel dazu. Und so hat das Rechteck jetzt so ausgesehen. Und wenn ich das verschiebe, so, dann seht ihr, fängt er mit einem relativ dunklen Grau an und hier unten ist dann alles schwarz, weil eben tatsächlich auch der Farbfluss immer noch von hier oben bis hier unten hin läuft. Ne? Also hier, dort wo ich jetzt mein Cursor ist, dort hört er ungefähr auf. So, das ändern wir jetzt mal wieder zurück. Ziehen mal wieder die 100 ab. Und
lassen unseren linearen Gradienten erstmal so sein. So, hier, was kann ich damit jetzt noch machen? Ich kann hier die Farben verändern. Ich kann, das hatte ich euch ja schon gesagt, beliebig viele verschiedene Farben hineinsetzen. Add Color, Stop und mache mal bei Punkt 2 und setze dort, na, sagen wir mal, ein schönes Grün hinein. So, dann mache ich einen dritten Color Stop. Bei Komma 5. Dann nehme ich dann mal dieses Aquamarin. Und zum Schluss nehmen wir mal an, einfach Brown. So. Und jetzt zeige ich mir einfach nochmal ein zweites Rechteck, wie ich euch das auch schon in dem Demonstrationsbeispiel gezeigt habe, von 250 und 10 und 100 und 300. Ich setze also ein Rechteck neben das andere Rechteck, habe immer noch meinen Fill-Style, meinen gleichen Farbstil und wenn ich mir das Ganze jetzt auf den Bildschirm bringen lasse, dann sieht das so aus. Ja. So, und dann seht ihr auch, der hat hier zum Beispiel, weil das hier bei 0,5 ist und dieses erste Rechteck uns ganz genau auch den Gradienten übergibt oder genau auf den gleichen Kasten ausfüllt wie der Gradient. Und deshalb habe ich hier ziemlich genau in der Mitte auch dieses reine Aquamarin, ne, das bei 0,5 sitzt. So, und das Ganze kann ich jetzt noch umändern und kann sagen, so was auch immer, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit den Farben herum. Ich setze das erste auf den ersten Wert auf 200, den zweiten auf 0, den dritten auch auf 0 und den vierten auf 210. So. Und dann seht ihr zum Beispiel, Moment, abspeichern, sonst klappt das wieder nicht. So, und dann seht ihr zum Beispiel, dass also der Gradient hier tatsächlich immer noch in dem gleichen Muster verläuft. Das heißt, der fängt nicht an, hier diese Ecke von dem gezeichneten Viereck als Ausgangspunkt zu nehmen, sondern der hat tatsächlich ganz fest und unterhalb von dem, was wir zeichnen, hat er seinen Ausgangspunkt und läuft hier auch weiter. Und deshalb ist zum Beispiel hier sind diese Linien, die sind auch tatsächlich eine Fortsetzung voneinander. Ne? Also dieses Aquamarin, das ist sozusagen mit seinem höchsten Farbwert in einer Linie. Wenn ich jetzt genau den gleichen Effekt haben will, in beiden Rechtecken, also dass ich hier zum Beispiel mit Gelb anfange, dann kommt Grün, dann kommt genau in der Mitte von dem Rechteck das Blau und dann geht es langsam ins Braun über und möchte das hier genauso haben, dass das nämlich hier mit Gelb anfängt und in der Mitte soll das Blau sein, dann muss ich einen neuen Gradienten zeichnen. Dann muss ich für dieses Rechteck einen neuen Farbwert definieren und muss den auch vorher zuweisen. Na, ansonsten ist es eben tatsächlich, als würde ich sozusagen eine Folie haben im Hintergrund und stanze dann Löcher mit dem Rechteck hinein, sodass man dann auf diese Folie sehen kann. Und diese Folie hat halt diesen festen Farbverlauf. Das ist also ein bisschen komplizierter, wenn man das dann komfortabel programmieren will, dann muss man eben tatsächlich ein bisschen herumtricksen und schon ein bisschen in die tiefere Programmierung hineingehen. Ansonsten, wie gesagt, kann man Gradienten beliebig definieren durch diese Methoden. Was diese Gradientenmethode auch nicht hat, was ich so ein bisschen vermisse, also es wäre schön, wenn es das geben würde, das ist zum Beispiel auch ein Remove Color Stop, also dass man einen Farbwert wieder entfernen kann.
um dann sozusagen etwas Neues drauf zu zeichnen. Also man muss jedes Mal, wenn man Gradienten verändern will, muss man im Prinzip einen neuen Gradienten definieren. Das ist ein bisschen mühsam. Gut, okay, was soll man machen? Das ist jetzt so, aber man kann das auch handeln. Dann muss man sich eben seine eigenen Funktionen schreiben. Gut, also noch einmal, 4 Schritte brauche ich, um einen Gradienten auf den Bildschirm zu bringen. Und dann eben auch, wenn ich das variabel handhaben will, ziemlich viele Gradienten. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch den radialen Gradienten, also den Gradienten in Kreisform. Bis dann.